Und hallo, willkommen zu einem neuen ersten Part. Nicht auf meinem neuen Kanal, sondern eher gesagt unter, ja, mein Kanalnamen umgenannt von LP Kodu German auf, ja, Chrisons Play. Chrisons Play, so. Das hat einfach diesen Grund gehabt, da ich nicht immer nur Kodu Let's Playen will, aber, ist so. Ich wollte halt nicht einen neuen Kanal gründen. Dato habe ich den hier behalten und ihn einfach umgenannt über Google Plus. Es wird, glaube ich, niemanden stören. Ich will es einfach nur hoffen. Es wird Kodu genauso regelmäßig kommen wie sonst. Okay, nicht mehr so regelmäßig. Es wird aber Kodu immer noch häufig kommen. Und ich habe so langsam gefühlt, bei mir ist da irgendwas mit der Kantenglättung nicht mehr so richtig. Wie man da sieht, da, dieses da, ich weiß nicht, ob man es im Video erkennt, ich hoffe es einfach mal. Das ist halt bei mir gerade zur Zeit extrem stark. So, der Boden habe ich festgestellt, sieht schön aus. Ich hau zurzeit ein paar Videos wieder raus, wegen meiner langen Inaktivität. Und nehmen wir so. Ich glaube lieber allem... Ich habe meinen Bildschirm gerade ausgemacht. Ich habe meinen Bildschirm ausgemacht, so. Lieber alle paar Monate mal 3-4 Videos, finde ich, als zwar jeden Monat ein Video und so, aber das ist nämlich so ein zu großer Sprung zwischendrin dann immer und da weiß ich selbst nicht so, was ich da gemacht habe, etc. Ja, beziehungsweise, wenn ich dann weiterarbeite, ja, ich nehme auf, wenn ich Zeit habe, ich gehe noch zur Schule, also, ja. Ich nehme einfach so auf, wie ich kann. Also heißt, wenn ich nicht lernen muss, was ich zurzeit eigentlich müsste, aber ich einfach eine Entspannung brauche. So. Die hauptsächlichen Projekte, das kann ich gleich voraussagen, ist... Ups. Jetzt mal hier eine Landfläche vor. So. So. Die sollte groß genug sein für was auch immer ich vorhabe. Ich werde vermutlich... irgendwas bauen. Okay, ja, irgendwas bauen, das war gerade eine dumme Antwort. So. Ich muss das Spiel mal größer stellen. Ich weiß nicht, ob es dann auf YouTube zwar nicht so schön ist, aber es ist so klein zum Spielen, finde ich. So, nun wird Terraforming betrieben. Ich könnte doch eigentlich mal auch einen Kreis nehmen. Das ist eigentlich... Ups. Ja, nehmen wir mal einen Kreis zum Flächen. Und, hat man so größer gemacht, oder? So. So. Ja, nehmen wir es mal so. Kodu wird immer noch einer meiner Hauptprojekte bleiben, da ich dieses Spiel eigentlich mag, aber irgendwann gehen jedem mal Ideen in Sachen aus. Das ist menschliche Natur, wenn man irgendwann keine Ideen mehr hat. Es sollen halt dann zum Beispiel auch noch andere Videos, Spiele folgen. Videos nicht, Videos werden so bleiben, wie sie sind. Und zwar... wie zum Beispiel... was ist denn jetzt so ein schönes Beispiel, was ich so mal let's playen wollte? Nicht Dawn of War, mir fällt es ein, wenn es wichtig wäre. Okay, es wäre gerade wichtig eigentlich, weil ich es gerade sagen wollte. Ah, ich glaube... Ach, ich bin Schussel und das bleibt doch immer so. Da werde ich mich nicht viel ändern. Nie im Leben werde ich was anderes aus dem Schussel. So. So, passt das mir... Ich glaube, das passt. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube einfach, es passt. Diese Ansichten sind teilweise auch etwas verwirrend, darf ich das mal sagen? Ja, da ist halt ein kleines Schiffsunglück passiert, kann ich nichts dafür. So, dann wird da halt noch ein Fluss hin reingebaut. Wenn es mir schon sagt, ich soll einen Fluss reinbauen. Ups, das war Ebenung. So.
bauen wir hier halt einen kleinen Zufluss rein. Und da hinten diese Insel mal weg. Ups, das war jetzt echt null Absicht. Aber naja, dafür konnte ich ja gerade wirklich nichts. Muster. Ein Problem, das ich immer noch habe. Also, den RPG Maker will ich auf jeden Fall mal vorstellen. Jetzt ist der mein Name, also der RPG Maker VX Eyes. Weil ich mit ihm eigentlich gerne Spiele entwerfe. Und entworfen habe. Entwerfe, muss ich sagen, glaube ich. Ich mache ja noch welche. Wenn ich Zeit habe. Siehst, ich bin ein Mensch, wo viel unter Zeitdruck leidet. Deswegen gibt es zurzeit von mir auch nicht so viel zu hören. Es wird auch länger jetzt noch wieder so bleiben. Aber nimmst du so den RPG Maker. Was ist denn da zurzeit mit Krotu los? Spackt gerade etwas. Ich habe so gerade leicht Bedenken, ob ich das... Ob ich jetzt nicht doch mit dem Video warte, bis es aufhört. Weil diese Sichtkamera wirklich... Ich weiß nicht, das ist mir vorhin schon beim anderen Aufnehmen aufgefallen. Also nicht bei dem Aufnehmen jetzt, sondern bei diesem Infovideo, wo ich gebracht habe. Aus dem Grund, da ich erklärt habe, wieso ich meinen Kanal umnenne. Und ich glaube, ich habe mich wieder sehr undeutlich ausgedrückt, weil es anscheinend nicht so verstanden wurde, wie ich es wollte. Ah, naja, ist ja egal. Ich habe meinen Kanalnamen umgenannt und das wird auch jetzt so bleiben. Krotu bleibt, na klar, ein Hauptgrund auf dem Kanal hier. Also ein Hauptthema, muss ich sagen. Hier hat man gesaved. Home-Button, speichern. Nehmen wir sie einfach mal. New World. Das ist auch schon ein steinalter Name. Da merke man, wie lange ich dieses Spiel schon spiele. Diesen Username hatte ich nämlich früher mal. So heißt auch ein älterer Kanal von mir übrigens in diese Richtung. Ich sage jetzt nicht genau, wie er heißt, da er komplett inaktiv ist. Schon seit Jährchen. Seit 2 Jahren, glaube ich, oder so in die Richtung. Wie gesagt, ich weiß nicht, was Krotu da hat. Spackt ab und zu einfach mal ab und dann passiert sowas. Naja. Dann wollte ich das Spiel, worauf ich mich irgendwie am meisten freue, so Destiny oder Titanfall, wer E3 verfolgt wird, wissen glaube ich, was das so Spiele sind, freue ich mich sehr drauf. Ich habe mir auch jetzt mal Quake 4 geholt. Und ich weiß, damit dieses Spiel scheiße ist, aber es war im Angebot. Nicht motzen. So. Es ist, ja, wie gesagt, ich möchte andere Spiele let's playen, wie zum Beispiel Quake. Pff, aber das geht noch nicht, weil ich meinen Xbox, weil ich keinen Grabber für die Xbox hätte, beziehungsweise weil ich keine, keine Aufnahmekarte habe. Das müsste ich, wenn dann, über Dings machen, über Grabber, und das sieht die PlayStation 2 teilweise schon beschissen aus, wie man bei meinen Spielen gemerkt hat. Weil die waren alle mit Grabber aufgenommen. Genau wie SNES und ein paar anderen Spielen. Hier sollen halt jetzt auch künftig ältere Let's Plays kommen, wie zum... Also ältere Spiele als Let's Plays kommen, wie... Terranigma. Wollte ich unbedingt irgendwie mal Let's Playen. Keine Ahnung wieso, weil ich es mag. Es wird aber noch etwas dauern, weil ich mit dem Emulator nicht aufnehmen kann. Da Standardproblem bei Emulatoren und ich finde wieder den Fehler nicht mehr zu beheben. Ich hatte es mal gelöst gehabt, aber ich weiß es nicht mehr. Es ist einfach, wie gesagt, 2 Jahre her, als ich das letzte Mal richtig so Let's Play-Kanal geführt hatte, weil da hatte ich auch noch nicht diesen großen Schulstress, wie ich zurzeit habe. Und wir haben die 9 Minuten geknackt. Alter. Alter Falter, ich habe noch nichts richtig gebaut, habe ich so ein Gefühl. Ich glaube, das ist mein Gefühl, drückt nie. Okay, doch, bis auf wenn es wichtig ist, dann drückt mein Gefühl, wenn es wichtig ist. So. Und ich glaube, ich habe es hier richtig so schön verkackt gebaut. Fable 1 wollte ich mal, aber das ist halt, Fable-Reihe habe ich alle für Xbox. Und jetzt ich mal gesagt, komm, ich let's play die Fable-Reihe, weil die kenne ich alle in- und auswendig. Ich habe sie schon mehrmals durch, weil ich sie mag. Ja, nein. So, Splinter Cell ist es halt, ich spiele zurzeit wieder viel Xbox und Xbox kann ich nicht aufnehmen aus dem Grund, da ich Grabber verschissen habe, also damit man Grabber verschissen hat bei neueren Konsolen. Bei SNES und so geht das ja alles noch, deswegen kam da auch auf, ne, deswegen habe ich meist Originalspiele let's played.
Ja, Whale Tycoon, was jemand sagt. Ich mag diese Titoren-Spiele, man merkt das, glaube ich, leicht, oder Titoren allgemein. Deswegen diesen VX Ice Maker werde ich zeigen. Aber drauf Post gemacht, ich nehme selten Skripts, da ich eigentlich den Original für meine Verhältnisse, wie oft ich an dem was bastel, reicht. Ich finde Skripts ehrlich gesagt unüberflüssig. Ich kenne zwar gute, ich weiß, ich kann auch gute empfehlen für Richtung, was man für Kampfsysteme nötigt, aber es gibt schwere Skripte. Ich nehme es mal so, ich erkläre Skripte allgemein. Also ohne Skripte versuche ich immer dieses Spiel dazu. Also ich versuche die Spiele meist ohne Skripte hinzukriegen. Deswegen kann ich in den Richtungen nicht viel helfen immer. So. So. Dann kommt hier ein... So. Kommt hier sowas hin. Und wir haben die 11 Minuten vom ersten Part erreicht. Unglaublich. Wir haben mehrere beschissene Themen angeredet. Und hier... Der zweite Part wird vermutlich jetzt in 3-4 Wochen aufgenommen, wie ich mich kenne. Also wenn bei mir die Prüfungen abgeschlossen sind, dann werde ich wieder wirklich viel Zeit haben. Und da habe ich dann 2 Monate, bis es weitergeht. Also, da passt alles. Da werden dann wieder richtig Videos rausgehauen in der Zeit. Und während der Schulzeit wird halt dann wieder eingestellt auf 1 bis 2 in die Woche. Da halt. Und ja. Es wird etwas gelöscht, auch wenn zu viel. Ja, wie gesagt, ich tue wieder die Seite verlinken auf meinen, für welche Konsolen ich die Vorschläge gerne hätte. Ich tue NES kann ich aufnehmen, da weiß ich, wie ich es mache, nur beim SNES-Emulator weiß ich es nicht, da hole ich mir vermutlich einen anderen dafür. Wenn ich es nicht über die Originalkonsole besitze, das Spiel. Aber ich glaube, so als nächstes Spiel sehe ich eigentlich Rail Tycoon an. Ich weiß nicht wieso, aber Rail Tycoon wird das nächste, glaube ich, sein, wo ich mal Let's Playen werde. Und ein RPG Maker, den habe ich schon seit Ewigkeiten geplant, habe es aber irgendwie nie hochgeladen, das Video. Da werde ich dann auch mal mit anfangen. So. Das war's. Das Video, wo ich hier aufnehme, seht ihr in 2 Tagen. Also am... ...19. Mir ist gerade, dass ich die Zahl empfallen. Und das war's. Ja. Ich verlinke wieder diese Seite mit den 4 Game-Kategorien, also PC, Kodu, SNES und NES. Für mehr Sachen mache ich nicht. Spiele bis jetzt. Also PC-Spiele könnt ihr mir vorschlagen. Alle bitte, die außer Uplay, also Ubisoft, aus dem Grund Lizenzbescheinigung war's. Weil Ubisoft da nicht so nett ist. Deswegen, was ihr gerne sehen wollt, schreibt es als Kommentar. Schreibt es dort in dieses Seeds rein. Das habe ich im letzten Infovideo gezeigt und ich überziehe maßlos, wie ich eigentlich wollte. Wie gesagt, ihr werdet es am Mittwoch sehen, glaube ich, das Video. Da ist dann auch ein neues Spiel angekommen, wo ich dann vermutlich vorstellen werde, dass es nicht so schlimm ist. Ich könnte auch einen Landschaftssimulator Let's Playen. Wie gesagt, für was gibt es Kommentare? Box, Funktion. Auf Wiedersehen und bis in 2 Tagen. Okay, ich lade das Video vermutlich heute hoch, damit, weil... Nee, morgen. Also, mal schauen, wann ich zum Rennen ankomme, einfach. Also, ciao.